kommt der nächste. So, dann hole ich mir jetzt ganz schnell Schinken und Staub ab. So, oh mein Gott, aber nur durch diesen krassen Effekt von mir. Aber nur durch diesen krassen Effekt ist der jetzt gestorben. Alter Schwede, habe ich jetzt Damage mit dem gemacht. Oh mein Gott, und schon wieder den nächsten getötet. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kit Schinken und das Kit Schinken kann dank der magischen Kräfte des Schinkens wirst du nie mehr an Hunger sterben. Des Weiteren gibt er dir für 5 Sekunden verstärkte Effekte Speed, Resistenz, Regeneration und Stärke, Ausrüstung, rohes Schweinefleisch. Was steht da noch? Warte. Schinken, gesponsert von Batsch Kotos Schinken GmbH. Nicht schlecht. Gut, auf jeden Fall denkt ihr euch bestimmt so, hä, Enderkids? Hey, wir haben doch hier schon des Öfteren gesehen, dass du Enderkids Schinken gemacht hast oder dass du von A bis Z alle Kids durch hast. Aber es wurden einige Kids überarbeitet und die möchte ich natürlich in geupdateter Form wieder in neuer Flagge bringen. Außerdem ist das ja auch schon ewig her, als ich Schinken gemacht habe. Das war ganz früher, als ich da angefangen habe, weil das ist ja, glaube ich, das vierte oder ist das das erste Kit, das man kaufen kann nach den Standard-Kits und deswegen ist das auch schon ewig her und ich habe das ja nach der Reihenfolge gemacht. Von dem her ist das nun mal so, ne? So, zack, perfekt. Erstmal hier alles rauslooten und dann gehen wir sofort mal hier einen Baum hacken, würde ich sagen. So, und ich habe jetzt schon 2 Runden gespielt, bin aber leider gestorben, weil ich irgendwie, ja, keine Ahnung, ich brauchte das einfach mal, weil ich irgendwie noch nicht so wach war. Ich bin auch erst aufgestanden und deswegen ist das halt so, ne? Das ist so. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Und was ganz viele geschrieben haben, dass, beziehungsweise ganz viele, ein paar haben es halt hin und wieder geschrieben, dass ich manchmal so aussehe, als würde ich so gebückt sitzen. Das tue ich auch. Also ich muss mich so ein bisschen nach vorne beugen, weil ich habe hier Lehnen und die stoßen schon am Dings an, am Schreibtisch. Und ich kann das nicht anders machen, weil ich kann die halt nicht einfach so da reinfügen. Wisst ihr? Also ich kann die jetzt nicht irgendwie tiefer stellen oder so. Deswegen ist das da ein bisschen komplizierter, sag ich mal. So, zack, ein paar. Brauche ich doch gar nicht. Ich hab doch leckeres Essen. Ich hab doch echt sehr, sehr gutes Essen. So. Gut. Minusüt hat mich gerade angeschrieben. Das geht aber nicht, weil ich gerade aufnehme. Und ich melde mich danach. So. Perfekt. Zack, 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 zack. Und dann hier noch was. Aber das wird sich bald ändern, denn wenn ich dann endlich ein Mikrofon habe, das so einen Ständer hat, so einen, sagt schon, so einen Arm halt, dann kann ich natürlich halt schön hier das hier herziehen und kann wenigstens dann wieder so schön nach hinten sitzen. Das ist auch besser für den Rücken und so weiter. So, und jetzt esse ich. Ihr seht, es alles voll und ich bekomme diese ganzen Effekte hier. Ist mega cool, wenn man wegrennen möchte. Also, das habe ich schon bemerkt. Also, wenn man abhauen möchte, weil man nur noch richtig low life hat, ist das mega cool. Muss ich echt sagen. So, 9 Potions, nicht schlecht. Jawollo. So, gut, dann geht es auch schon weiter. Und wir haben in 30... Oh, da vorne war jemand, der war aber ganz schön gut ausgerüstet. Leute, Leute, Leute. Was war das denn? Oh, wir müssen uns aber ein bisschen dran halten hier, weil Schärfe, perfekt. Mit einem Schärfeschwert, da tut sich das Ganze schon ein bisschen leichter. Aber da vorne haben wir auch jemanden, der hat sich weggeportet mit einer Enderperle. Der dachte sich wohl so, kein Bock auf den, hab ich keinen Bock auf den, der Scheiße. Bitte, du musst sterben. Nein, da kommt der Nächste. So, dann hole ich mir jetzt ganz schnell Schinken und Staub ab. So. Oh mein Gott, aber nur durch diesen krassen Effekt von mir. Aber nur durch diesen krassen Effekt ist der jetzt gestorben. Alter Schwede, habe ich jetzt Damage mit dem gemacht. Oh mein Gott, und schon wieder den nächsten getötet. Was ist hier los? Ich wäre jetzt fast gestorben, weil der... Alter, Leute. Und jetzt schnell essen, dann habe ich wieder Regeneration. Okay, also läuft auf jeden Fall gerade. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Läuft auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe
früher immer gesagt, das Kit werde ich eigentlich nicht mehr spielen. Es ist natürlich für Leute mit Hungerproblemen wirklich immer das beste Kit gewesen. So, den haben wir auch perfekt mit dem Bogen weggeholt. Alter, was ist das hier eigentlich für eine Schlachtrunde jetzt gerade? Rückstoß, okay. Und hier ein Drang der Regeneration. Haben wir aber leider nicht bekommen. Leider nicht. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Bisschen guten Stuff hier. Ja, nicht schlecht. Die Werkbank hätte ich gern. Perfekt. Dann esse ich jetzt einfach mal. Und wir haben wieder den ganzen guten Stuff hier. So, dann spare ich noch auf eine Dia-Hose und mache mir mal hier eine Eisenhose in der Zwischenzeit. Und wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Einen Apfel haben wir nicht für einen Goldapfel. Das ganze Essen kann ich rausschmeißen, weil wir haben ein Stück Fleisch, das uns einfach die ganze Zeit aus jeder Situation retten kann. Also das ist echt, das ist, was das betrifft, echt richtig cool. Also macht richtig Spaß mit dem Kit. So, wir haben 61 Pfeile, das ist schon mal echt geil. Damit können wir ein bisschen spammen. Und ja, mega. Ist ja mega cool. So. Gut, hüpfen wir gleich mal darüber. Boing. So. Oh, ja, gut. Also es wurden nicht nur ein paar Kits verstärkt, sondern es wurden auch einige Kits genervt. Unter anderem zum Beispiel der Zielsucher oder das Känguru. Aber das seht ihr dann alles in den nächsten Folgen. Da werde ich jetzt einfach versuchen, jeden Tag zwei Videos hochzuladen. Also es ist mir schon wichtig, dass jeden Tag zwei Videos jetzt dann kommen. Oh mein Gott, den habe ich jetzt auch noch mit dem Bogen abgestaubt. Was geht da ab? Leute, könnt ihr mir das mal bitte erklären? Wie der, was, 16 Diamanten. Sag mal, was ist da eigentlich heute? Was geschieht hier? Was geschieht hier, Leute? Was geschieht hier? Das war alles eigentlich nicht so geplant. Ich wollte doch eigentlich alles nur in Ruhe so eine chillte Runde irgendwie heute aufnehmen. Aber nein, muss ja gleich so eine Mega-Runde werden. Alter Schwede, so. Haben wir einen Lava-Eimer? Wenn ja, dann müssen die ganzen Sachen ja erstmal überall sterben. Sonst bekommt die noch irgendjemand in die Hand. Das wollen wir natürlich nicht. So, perfekt. Alles weg. Und dann geht's auch schon weiter. Es leben nämlich nur noch drei Leute. Und ich denke, dass wir ganz gute Chancen haben, auch wenn der jetzt wahrscheinlich den Goldapfel bekommt. Aber egal, wir haben unseren Schinken. Und mit unserem Schinken haben wir immer diese coolen Effekte. Also, was ich jetzt auch schon mittlerweile bemerkt habe, es lohnt sich eigentlich am meisten zu warten, bis man ungefähr von einem Gegner ist. So, keine Ahnung, 20, 30 Blöcke. Oder ein bisschen näher sogar. Man kann das auch machen, wenn man neben dem Gegner steht. Man muss halt dann schnell genug umswitchen können. Also am besten essen, wenn man neben dem Gegner ist. Dann hat man nämlich diesen Buff, diesen 5-Sekunden-Buff. Und dann hat man einfach Stärke. Das ist halt einfach echt mega. Zum Beispiel, zack. Und der ist Two-Hit. Einfach Two-Hit. Wir haben auch noch ein Schärfeschwert. Also von dem her, der hat eigentlich keine Chance. Der Gegner hat keine Chance. So, zwei Goldäpfel. Was möchte ich eigentlich noch mehr in meinem Leben? So, vielleicht noch ein Lotto gewinnen. Das wäre auch noch ganz nice. Oh, Drang der Regeneration. Der kommt uns immer irgendwie abhanden. Aber Leute, jetzt gucke ich mal. Ne, 4. Geht sich leider nicht aus. Egal, Leute. Dann machen wir uns einfach ein paar goldene Äpfel, würde ich sagen. So, stopp. Das möchte ich nicht so. Zack. Zack. Okay, mehr geht sich leider nicht aus. Gut, dann haben wir jetzt ja schon 7 goldene Äpfel, Leute. Was ist hier eigentlich... Was ist eigentlich bei uns los? Was ist das für eine Runde? Wir sind fast full Dia. Uns fehlt nur noch der Dia-Helm. Also Leute, ja gut, habe ich gesagt, dass die Runde läuft? Ja gut, das habe ich. Aber okay, also es macht mir gerade mega Spaß mit dem Kit. Und ich muss sagen, das hätte ich nicht erwartet. Also das hätte ich wirklich überhaupt nicht erwartet, dass das Kit einfach mal wirklich so rasiert. Also ich hätte eigentlich mehr gedacht so, ja gut, perfekte so. Aber die lohnt sich, vor allem dieser Stärke-Effekt, wenn man einfach vor dem Gegner ist, das ist mega. Also wirklich. Respekt an das Gommet-Team, ihr habt es geschafft, echt ein Kit zu verbessern, was wirklich dann Spaß macht und wirklich gut ist, weil da somit kommt man auch dann gegen einen Zielsucher an oder so, also das ist schon echt sehr, sehr cool. Also Schinken, geiles Kit für mich jetzt bisher. Jetzt gucken wir mal, wie der Endkampf verläuft, werde ich natürlich auch wieder die gleiche Taktik versuchen, aber ich denke, dass wir sehr, sehr gute Chancen haben mit unserer Ausrüstung und Co. So, verzauber ich mal meinen Pluspanzer auf Schutz, läuft den hier auf Schusssicher, läuft auch.
den hier auf, auch wieder auf Schusssicher. Okay, gut. Und jetzt wurde er eh schon weggeportet. Das ist dann ja perfekt. Noch ein paar Heiltränke kann ich ja hier hinpacken. Und dann geht's erstmal zum Gegner hier. Hier oben müsste er eigentlich sein. Oh, du hast mich aber erschreckt, mein Lieber. Und er muss sterben. Ich esse ganz schnell. Okay, und jetzt einfach schnell weiter. Oh, GG. Und hätte ich nicht gedacht. Das war echt eine krasse Runde. Ich dachte am Ende jetzt so, puh, das wird jetzt ein bisschen noch ein bisschen kritisch, aber wir haben es dennoch geschafft. Und wow, wir haben wirklich viele Kills in der Runde gemacht und das war jetzt echt noch ein bisschen knapp. Vor allem, weil ich ihn nicht gesehen habe. Der kam auf einmal oben angeschwungen, so ein Känguru natürlich. Und ja, mein Fazit zu dem Kit, mein neues, geupdatetes Fazit zu dem Kit ist, dass ich es wirklich sehr, sehr cool finde. Es macht sehr Spaß zu spielen und es ist auf jeden Fall jetzt eine deutliche Kaufempfehlung für alle, die auch mit Ender Games überhaupt erst anfangen, ein bisschen reinkommen wollen. Da ist dieses Kit einfach perfekt, weil man lernt, schnell zu switchen und man kann einfach schnell essen. Und zum Beispiel jetzt, ich habe noch schnell den Schinken jetzt am Ende gegessen und konnte damit dann den Gegner ganz schnell schlagen mit Stärke, mit dem Stärfeschwert. Was will ich mehr? Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich einen Daumen nach oben natürlich ultramäßig freuen. Und ja, könnt ihr auch einen Kommentar schreiben, wenn ihr Lust habt. Und freut euch auf nächste Folgen. Hallo! Kann schon gar nicht mehr reden, also bitte. So, gut. Dann sollte heute eigentlich auch noch Leben kommen. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Haut rein, macht's gut und ciao.